Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Gespräch über Kultur, Gesellschaft und Außenpolitik in Umbruchzeiten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Caroline Giel. Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht extrem. Extrem menschlich, extrem unmenschlich, extrem übermenschlich, geprägt von der Corona-Pandemie weltweit. Vielleicht haben Sie sich heute Gedanken gemacht, oder sogar in den letzten Tagen, was Sie am 31.12.2019 über das Jahr 2020 gedacht haben oder sogar vielleicht über die nächste Zukunft. Vielleicht ist alles ganz anders gekommen. Über die Gegenwart der Zukunft, über die Bedeutung der Corona-Pandemie spreche ich heute mit Sebastian Christ, Redakteur beim Tagesspiegel und Zukunftsforscher, genau über dieses Thema. Hallo Sebastian, hallo nach Berlin. Hallo Caroline. Meine Frage wäre zunächst, ihr als Zukunftsforscher, welche Aussage haben die Zukunftsforscher in Deutschland über das Jahr 2020 gemacht und hat man diese Pandemie vorausgesehen? Ja, ich glaube, ein großes Missverständnis bei der Zukunftsforschung ist es halt immer, dass die Leute glauben, dass wir Zukünfte voraussagen, beziehungsweise die Zukunft voraussagen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich glaube, so das Voraussagen von Zukunft ist eher was, was man so auf dem Jahrmarkt macht bei Madame Theresa, so mit Tarotkarten, sondern wir machen eigentlich was ganz anderes. Wir machen eine Betrachtung von Zukunft. Wir versuchen, Menschen mit Zukunftswissen auszustatten, sodass sie mit Zukünften klarkommen können. Das ist unser Ziel dabei. Und das ist so das, was ich zu der Zukunft von 2020 sagen kann. Aber wenn ihr denn Aussagen getroffen habt, auch wenn ihr nicht vorausgesagt habt, warum war man denn nicht besser vorbereitet? Warum war die Bundesregierung nicht besser vorbereitet? Warum war die Gesellschaft in Deutschland oder sagen wir mal zumindest in Europa nicht besser auf diese Pandemie vorbereitet, wenn es gerade diese Disziplin der Zukunftsforschung gibt? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es in einigen Feldern schon Systeme gibt, bei denen Zukunftsforscher zu Rate gezogen werden, um zukünftige Entwicklungen abzusehen. Ich denke da beispielsweise an die Technikfolgeabschätzung. Es gibt aber einen Vorschlag, den es seit Jahren gibt, der in Deutschland bisher relativ kurz gekommen ist. Und das ist so eine Risikofolgeabschätzung, gesamtgesellschaftlich gesehen. Es geht dabei nicht, dass wir als Zukunftsforscher daheim in unserem Büro sitzen und jetzt im Jahr 2020 sozusagen alle möglichen Katastrophen für die nächsten 50 Jahre voraussagen. Das ist nicht der Job von Zukunftsforschern, sondern der Job von Zukunftsforschern wäre es in diesem Fall, mögliche Szenarien zu entwickeln, um Politik, aber auch die Bevölkerung auf mögliche Ereignisse vorzubereiten, die eintreten. Mein Kollege Christian Schon hat neulich geschrieben, dass die Pandemie sowas wie ein Black Swan war. Ein Black Swan ist etwas, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, was überraschend eintritt, was man aber durchaus in seiner Gestalt abschätzen kann. In dem Fall hätten wir sagen können, wir sollten uns darauf vorbereiten, dass irgendwann einmal eine Pandemie stattfindet, sodass wir dann das nötige Handlungszeug bereit haben, um dann mit der Pandemie umzugehen. Wir haben in den letzten Jahren ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass es diese Übersprünge von Tieren auf den Mensch gibt, wenn es um Viren geht, ne? Ich glaube, Bill Gates hatte 2015 vor einer großen Pandemie gewarnt. Das Video ging dann im ersten Halbjahr auch rauf und runter, auch unter anderen Vorzeichen. Verschwörungstheoretiker glaubten, dass Gates alles gewusst hat und uns alle chippen will. So. Aber es geht halt darum, dass wir zumindest das Szenario Pandemie im Auge haben, sodass wir dann darauf passend reagieren können. Das war nicht der Fall. Und das ist so ein Gebiet, wo ich sagen könnte, die Zukunftsforschung könnte hier viel mehr machen und auch sehr nützlich sein für die Gesellschaft. Aber was macht dann eigentlich den Erfolg aus, wenn ihr daran arbeitet und Zukunftsforschung hast du ja studiert an der FU Berlin. Es ist eine wissenschaftliche Disziplin. Wann ist denn diese Prognose erfolgreich? Wann spricht ihr von Erfolg? Ich glaube, der Erfolg bemisst sich nicht darin, ob eine Prognose eintritt oder nicht.
weil wir ja diese Prognosen im Sinne von, es gibt diese eine Zukunft und wir sagen sie voraus, gar nicht machen, sondern da misst sich darin, dass Leute im Generellen mit zukünftigen Ereignissen umgehen lernen. In der Zukunftsforschung reden wir von mehreren verschiedenen Zukünften, die wir erforschen in der seriösen Zukunftsforschung. Es gibt da beispielsweise die wahrscheinlichen Zukünfte. Ne? Das sind so Zukünfte, von denen wir sagen können, mit einiger Gewissheit können wir sagen, dass dann und dann diese und jene Zukunft eintritt. Ja? Darauf könnten wir dann eben mit bestimmten Methoden, mit einem bestimmten Wissen Menschen vorbereiten. Es gibt dann die alternativen Zukünfte. Das sind die Zukünfte, die wir gar nicht im Kopf haben, die wir gar nicht denken und die uns vielleicht aber auch neue Möglichkeiten eröffnen können. Ne? Zu den alternativen Zukünften gehören beispielsweise auch Utopien. Das Nachdenken über Utopien, das ist auch Zukunftsforschung. Und die dritte Sorte von Zukünften, mit denen wir uns beschäftigen, sind die wünschbaren Zukünfte. Das sind die Pläne, die wir alle machen. Ne? Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich will im Jahr 2025 eine gut gehende Firma im Agrarbusiness haben. Ja, dann habe ich ja schon die Zukunft für mich selbst dargelegt. Ja, ich weiß, wohin ich will. Dann sagt der Zukunftsforscher mir aber, wie ich dann dahin komme. Das ist dann diese dritte Form von Zukunft, mit denen wir uns beschäftigen. Und ein Erfolg in unserer Arbeit liegt darin, wenn wir die Menschen mit dem nötigen Wissen ausstatten, um in diesen drei Teilbereichen mit ihren Zukünften umgehen zu können. Das ist das, was wir anstreben. Das heißt, dadurch, dass man vielleicht sehr, sehr langsam auch oder man probiert es aus, wie man am besten auf die Corona-Pandemie reagieren kann, heißt es, dass man auf euch gehört hat oder nicht? Also war das ein erfolgreiches Jahr oder kein erfolgreiches Jahr eben aus diesem Blickwinkel? Es ist ein sehr, sehr spannendes Jahr aus Sicht der Zukunftsforschung gewesen. Weil unser Grundsatz ja ist in der seriösen Zukunftsforschung, wir wissen, dass wir nichts wissen über die Zukunft. Ja? Die Zukunft ist etwas Nicht-Faktisches und das Nicht-Faktische kann man nicht erforschen. Ja? Uns geht es nicht darum, Aussagen über zukünftige Ereignisse zu treffen. Ja, weil das können wir nicht, da ist nichts Faktisches, das können wir nicht erforschen. Dieses Jahr war eine Ausnahme, weil die Pandemie eine eigene Logik hat. Ja, wir wissen ja beispielsweise im März, da ist es mir konkret ins Auge gefallen, da gab es Fernsehbilder aus Mönchengladbach, da gab es schon diese leeren Stadien, diese Geisterspiele in Fußballstadien und dann haben 3000 Mönchengladbach-Fans vorm Stadion die Mannschaft für einen Sieg gefeiert. Ich glaube, gegen Köln war das im Rhein-Derby. Ja, und ich konnte anhand dieser Fernsehbilder sagen, dass diese 3000 feiernden Menschen von dem Stadion mit ihren Pyrolichtern und ihren nicht vorhandenen Masken und ihren nicht vorhandenen Abstand einen gewissen Impact haben auf die Pandemieentwicklung im Rheinland, wo wir ja schon in Heinsberg viele, viele Fälle gesehen hatten. Und es ist halt das Merkwürdige, aber auch das Sonderbare und das gleichzeitig auch super spannender aus Sicht des Zukunftsforschers in diesem Jahr, dass wir vielleicht in einer einzigartigen Situation in diesem Jahrhundert, vielleicht doch in den letzten 50, 60 Jahren, dass wir in der Lage waren, für einen begrenzten Zeitraum Zukünfte tatsächlich vorherzusehen. Nicht vorherzusagen, das ist tatsächlich so auf dem Punkt, wäre es nicht möglich gewesen. Wir waren aber in der Lage, Entwicklungen abzuschätzen und das sehr treffsicher. Und das war etwas, was mich an diesem Jahr sehr, sehr fasziniert hat. Und diese Möglichkeiten, die sich aus rechnerischen Zusammenhängen ergeben, aus dem Abschätzen von Situationen, aus dem Pandemiegeschehen, ja, mit Hilfe der Fachforscher, die sich damit beschäftigt haben, das hat sicherlich auch für mich so ein neues Tor geöffnet für die Art und Weise, über Zukunft zu denken. Das wird aber auch etwas sein, was nach der Pandemie keine Rolle mehr spielt. Ne? Aber ich habe zumindest für mich in diesem Jahr gelernt, dass es diese Zusammenhänge gibt. Und das war für mich sehr spannend. Du hattest jetzt mehrfach angesprochen, seriöse Zukunftsforschung. Was meinst du genau damit und wie unterscheidet sich das Seriöse mit dem Unseriösen? Vielleicht kannst du uns auch nochmal
den Werkzeugkoffer aufmachen. Wie arbeitet man in der Zukunftsforschung, wenn es denn seriös sein soll? Gerne. Okay, wo fangen wir an? Also das Seriöse in der Zukunftsforschung, das leitet sich ab aus dem Wissenschaftlichen. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden. Hier in Berlin ist die Zukunftsforschung im Bereich Erziehungswissenschaft lustigerweise und Psychologie angesiedelt, hat darin auch gewisse Wurzeln. Es ist ein großer Anteil Philosophie dabei. Es ist aber auch sehr, sehr viel Interdisziplinarität drin. Das ist etwas, was mich in meinem Studium tatsächlich auch sehr überrascht hat und was mich total fasziniert hat, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe. Wir forschen auch sehr viel darüber, wie Wissen in die Welt kommt. Ja? Also wir beschäftigen uns tatsächlich mit dem faktisch Greifbaren, mit dem Gegenwärtigen. Ja? Das ist, glaube ich, so der Kernpunkt. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die falsifizierbar sind und wissenschaftlich verifizierbar. Das ist halt tatsächlich der ganz große Unterschied beispielsweise zu Leuten, die Trendforschung machen, die Aussagen machen, die vielleicht auch manchmal auf Gefühl basieren oder auf Erfahrung. Ne? Selbst Erfahrung ist halt nicht nachvollziehbar, ist nicht transparent überprüfbar. Und ich glaube, da liegt der ganz große Unterschied. Und unser Methodenkoffer, der ist sehr reichhaltig. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche Methoden. Ich habe mich beispielsweise sehr, sehr lang mit der Erforschung von vergangenen Zukünften beschäftigt, was ich am Beispiel der Maidan-Bewegung eben dargestellt habe. Also ich habe einen Querschnitt gemacht über die Monate des Maidans und die Monate danach und habe halt aufgezeigt, wie sich Zukunftswünsche der Maidan-Bewegung verändert haben und die Gründe dafür aufgelegt, ne, dargelegt. Also das sind da tatsächlich so Dinge, die man auf diese Weise machen kann. Es gibt die ganz klassischen Methoden, das ist die beispielsweise die Szenariotechnik, das ist, glaube ich, die bekannteste Methode, die in der Öffentlichkeit über die Zukunftsforschung bekannt ist. Da geht es darum, einerseits beispielsweise den Leuten darzulegen, wie wahrscheinliche Zukünfte aussehen könnten. Das ist eine sehr komplexe Methode, die mit Darstellungsformen der Mathematik manchmal arbeitet, manchmal mit Diskursmethoden, wo im gemeinsamen Gespräch halt irgendwie Thesen erarbeitet werden, die dann weiter verdichtet werden und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr, sehr komplexe Methode, mit der man es wahrscheinliche Zukünfte aufzeigen kann. Man kann daraus aber auch alternative Zukünfte erarbeiten. Das ist eine sehr, sehr spannende Methode. Dann haben wir beispielsweise die Delphi-Befragung. Das ist so eine Expertenbefragung, die darauf basiert, dass man Expertenurteile überprüft. Ja? Also man hat so beispielsweise ein Panel von 100 Experten zum Thema, nennen wir mal, bleiben wir mal in der Ukraine, sagen wir mal 100 Experten zur Ukraine. Und diese 100 Experten zur Ukraine geben Urteile ab über eine bestimmte Frage. Und das Besondere an der Delphi-Befragung ist, dass diese Urteile revidiert werden können. Also man rechnet dann beispielsweise so Mittelwerte aus. Oder wenn man qualitative Befragungen macht, dann legt man den Leuten halt irgendwie die Urteile der anderen vor. Und die Befragten können dann ihre Urteile nochmal revidieren und können dann eben so gemeinsam in einer Diskussion, die unter Experten stattfindet und die moderiert wird, zu einem gemeinsamen Zukunftsurteil kommen. Ja? Es ist tatsächlich eine relativ schwierige Methode. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Es gab mal einen Pionier in dieser Disziplin, das ist Olaf Helmer, das ist ein deutscher Wissenschaftler, der in die USA emigriert ist. Der hat damit angefangen und der hat nur Leute genommen, die mit einer speziellen Materie beschäftigt waren. In diesem Fall waren es technologische Fortschritte. Das sah dann so aus, das ist in den 60er Jahren erschienen, 50 Jahre Zukunft. Und Olaf Helmer glaubte, dass man aus diesen Expertenbefragungen mit Leuten, die nur mit der Disziplin beschäftigt sind, mit der sie sich halt irgendwie die ganze Zeit beschäftigen, also mit der Technologie, dass man tatsächlich daraus Zukunftsurteile schaffen kann, die bis 50 Jahre in die Zukunft reichen. Und dann hat er hier auf der Rückseite dann seine Urteile veröffentlicht. Die sind bisweilen ganz witzig. Ne? Stimmen die also, denn überein mit dem, was tatsächlich eingetreten ist?
Genau. Also eingetreten ist die Serienherstellung von Computern, die ja relativ präzise auf das Jahr 1985 verortet hat. Ist ein bisschen früher eingetreten tatsächlich, ne? Ein paar Jahre früher. Aber das ist tatsächlich jetzt nicht so weit daneben. Verwendung von intelligenten Tieren als Arbeitskraft im Jahr 2020 ist nicht eingetreten. Einfache Form von künstlichen Lebens im Jahr 1987. Ich frage mich, wie die auf 1987 gekommen sind, aber ist tatsächlich in der Form auch nicht eingetreten. Wir sollten im Jahr 2020 den Pluto umrunden, der damals noch ein Planet war. Heute ist er kein Planet mehr. Das ist auch nicht eingetreten. Also es sind lauter so Dinge gewesen, die aus dieser Forschung entstanden sind, die auf uns heute zum Teil ein bisschen putzig wirken. Aber diese Expertenbefragung hat durchaus einen Sinn. Sie hat den Sinn, wenn man halt Leute dazu nimmt, die nicht Experten sind, beziehungsweise die Experten aus einem ganz anderen Blickwinkel sind. Ja? Dass wenn man diese Leute mit einbezieht, dass es dann wieder einen relativ guten Sinn macht. Also wir in der Delphi-Forschung beispielsweise, wir beziehen, wenn wir heute so welche Befragungen machen, beziehen wir auch Betroffene mit ein. Oder wir beziehen auch durchaus ein, zwei Außenstehende mit ein, die einen ganz anderen Blick haben. Und das macht tatsächlich auch so ein bisschen den Zauber dieser Befragung aus, dass man daraus eben aus ganz vielen verschiedenen Urteilen, die aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kommen, ein gemeinsames Gesamturteil fällt. Von welchem Geschichtsbild geht ihr denn aus? Also von welcher Interpretation der Geschichte? Mit was für einer Theorie arbeitet ihr? Das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es ganz unterschiedliche Denkschulen. Geschichte ist ein gutes Stichwort, weil ich ein großer Anhänger des Zeitdenkens bin. Ne? Also Denken in Zeit. Und natürlich spielt die Geschichte in der Zukunftsforschung auch eine Rolle. Weil wenn wir nicht wissen, woher die Dinge kommen, können wir auch sehr, sehr schlecht abschätzen, wie sie in der Zukunft sein könnten. Ja? Und vor allen Dingen, wie sich das Zukünftige mit der Gegenwart verhält. Nämlich das ist das, was wir ja erforschen. Und es gibt so Denkschulen, wenn wir über das Zukünftige reden, die amerikanische Denkschule beispielsweise, die geht sehr stark davon aus, dass man Dinge vorhersagen kann, prognostizieren kann. Und dass man zumindest Prognosemodelle entwirft, die sich der Zukunft annähern. Ja, dass beispielsweise, wenn wir in die 50er, 60er Jahre gehen in Amerika, da hatten gerade sehr viele Industrieunternehmen auch versucht, sich diese Anfänge der Futurologie, die es in den USA gab, auch wirtschaftlich zunutze zu machen. Zukunft ist immer Herrschaftswissen. Das ist etwas, was im Diskurs über Zukunft in Deutschland auch zu kurz kommt. So ein bisschen das Hinterfragen des eigenen Standpunktes. Herrschaftswissen insofern, vielleicht ein Beispiel aus der Filmwelt, zurück in die Zukunft. Da gab es ja diesen Biff, der sich in der Zukunft den Almanach besorgt hat mit den Football-Ergebnissen. Und der dann in der Vergangenheit dann zu immensen Reichtum gekommen ist mit Football-Wetten. Biff hatte in dem Moment ein Herrschaftswissen, das er tatsächlich monetarisieren konnte. In der Politik ist es so, dass Parteien sehr gerne dieses Herrschaftswissen hätten. Weil dann würden sie immer die richtigen Entscheidungen treffen, zum Wohle aller Menschen und würden immer gewählt werden. Ja? Das ist natürlich nicht der Fall, das gibt es nicht. Deswegen behaupten Parteien immer, sie würden die Zukunft kennen. Ja? Das ist auch so ein Ding, was man in jedem Wahlkampf aufs Neue sieht. Ne? Wenn die Grünen beispielsweise den Slogan entwickeln, Zukunft wird aus Mut gemacht, ne? Dann steckt da drin ja schon, dass mit dem Mut, den die Grünen irgendwie in die Gesellschaft entsenden wollen, dass daraus eine Zukunft entsteht, die einem grünen Ideal entspricht. Also sowas halt. Ne? Oder die CDU beschäftigt sich in letzter Zeit auch sehr, sehr stark mit Zukunftsmodellen. Das ist Herrschaftswissen. Aber ist es denn wirklich so, weil das hört sich so an, als ob die Gesellschaft auch die Zukunft kennen möchte oder Aussagen hören möchte über die Zukunft. Aber das, was ihr schreibt, das, was ihr erarbeitet, muss ja auch tatsächlich angenommen werden. Wenn man sich jetzt mit der Zukunft auseinandersetzt, dann kann das ja auch Angst machen. Wie siehst du das? Ja,
Also die Auseinandersetzung mit Zukunft kann Angst machen. Sie kann aber auch den Leuten halt irgendwie das nötige Antizipationswissen an die Hand geben, um mit kommenden Ereignissen umzugehen. Und ich sehe darin tatsächlich die vorrangige Funktion von Zukunftsforschung. Die amerikanische Zukunftsforschung beispielsweise ist sehr auf Prognose bedacht, sehr auf Zahlen. Da spielen Zahlen eine große Rolle. In der französischen Zukunftsforschung ist das beispielsweise anders. Da wurde schon sehr, sehr früh darüber geredet, dass es verschiedene mögliche Zukünfte gibt, ja. Und dass man eben auf diese und jene Zukunft in dieser und jener Weise reagieren muss. Dieses Antizipationswissen, das steckt da drin. Oder nehmen wir den berühmten österreichischen Journalisten Robert Jung, ja, der mit seinen partizipativen Modellen die Umweltbewegung auch in Deutschland mitgeprägt hat. Ja. Das ist jemand, der von Anfang an gesagt hat, wir müssen Zukunft gestalten und wir müssen Menschen, auch ganz einfache Menschen, dazu in die Lage versetzen, halt diese Zukunft zu gestalten. Dazu hat er verschiedene Methoden entworfen. Ne? Zukunftsworkshop geht auf ihn zurück beispielsweise. Und das ist halt so eine Sache, das spielt da auch mit rein. Diese Ermächtigung von Menschen, Zukunft zu gestalten, auch das ist Zukunftsforschung. Welche, wenn wir jetzt auf das Corona-Jahr 2020 blicken, welche Rolle spielen denn Krisen in der Zukunftsforschung? Wie werden diese bewertet und wie schaut ihr oder wie habt ihr jetzt auf diese Corona-Krise geschaut? Krisen sind was super, super Spannendes. Also ich hatte das ja schon vorhin angerissen, als ich über das Zukunftsdenken im Corona-Jahr sprach. Krisen sind insofern ganz spannend, als wir dafür, wenn sie unvorhergesehen eintreten, einen speziellen Begriff haben. Wir hatten vorhin über Black Swans geredet, das ist ein bisschen noch was anderes. Im Szenarioprozess nennen wir unvorhergesehene Dinge, die unvorhergesehene Ereignisse, die Dinge umschmeißen, Wildcards. Und es gab es gibt einen Zukunftsforscher hier in Berlin, Karl-Heinz Steinmüller, der hatte vor 15 Jahren ein Buch veröffentlicht mit lauter Wildcards. Er hat einfach im Sinne des Antizipationswissens den Leuten halt beschrieben, was passieren würde, wenn dieses und jenes Ereignis eintritt. Und er hat darin tatsächlich ein Pandemieereignis halt irgendwie reingeschrieben. Also hat halt irgendwie reingeschrieben, eine Pandemie würde diesen und jenen Effekt haben und wir müssten so und so darauf reagieren. Also stand alles schon drin. Ich finde dieses Buch, was Herr Steinmüller damals geschrieben hat, es heißt auch Wildcards, ein ziemlich gutes Beispiel für Antizipationswissen. Wenn wir das uns in so normalen Zeiten durchlesen, wir hatten das Buch, glaube ich, in unserem Studium im zweiten Semester gehabt, vor 5 Jahren, da lesen sich so einige Wildcards so ein bisschen wie, was will der uns jetzt eigentlich erzählen, ja? Also so ein bisschen out of space, ja, aber es hat alles seinen Sinn. Auch unwahrscheinliche Wildcards bergen ein Wissen in sich, das wir in bestimmten Situationen tatsächlich irgendwann brauchen. Und ich hätte 2016 tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass wir in wenigen Jahren, im Jahr 2020, dann halt so ein Szenario haben, das da heißt Pandemie und dass wir unseren kompletten Alltag umstellen müssen und dass die Wirtschaft eben auch darunter leidet und die Gesellschaft und wir alle psychologisch und die Politik in enorme Stresssituationen kommt etc. pp. Also das hätte ich nicht erwartet und insofern ist diese Krisensituation des Jahres 2020 auch eine Situation, wo solches Wissen gebraucht wird. Das ist auch noch aus dem zweiten Grund sehr, sehr spannend. Krisen sind immer Situationen, wo Leute ganz viel über Zukunft wissen wollen. Ja? In Zeiten von Unsicherheit gibt es den Bedarf nach Einordnungswissen. Und es gibt ja beispielsweise so Leute wie Matthias Horx, der sich selbst Zukunftsforscher nennt, der im Frühjahr einen sehr... Genau, den hätte ich gerade angesprochen. Es gab einen Text von ihm Mitte März diesen Jahres, also gerade nach dem ersten Lockdown, der innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, 7 Millionen Mal geklickt wurde. Das war sehr seelentröstend. In seinem Text hat er versucht, ich weiß nicht, ob ich es so beschreiben würde, den positiven Aspekt. Also was kann man Positives aus dieser Krise machen? Und er hat es aus einer Rückschau kommentiert.
Also die Krise als etwas, was so einen Übergang bildet in etwas Neues und beinahe schon wie aus der Psychologie sowas so was nach dem Posttraumatischen kommt, also eine Art Katharsis. Wie siehst du das? Der Text war zum einen sehr geschickt vom Zeitpunkt her gewählt. Er kam sehr früh, gerade in einer Zeit, wo Leute sehr, sehr verunsichert waren und sehr, sehr viel Einordnungswissen auch brauchten. Der Text war psychologisch sehr geschickt gemacht, weil wir in der Phase, in der wir damals waren, das war ja Frühjahr, wir waren irgendwie alle daheim, wir wussten nicht so richtig, wie es weitergeht. Die Bundesregierung hat damals Szenarien aufgestellt, dass die Wirtschaft im Falle eines zweiten Lockdowns um 30% einbrechen könnte und dass wir dann kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch in Deutschland stünden. Das stand in einem Papier des BMI damals drin. So, wir waren alle sehr verunsichert und in der Situation kommt jemand und sagt, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir sind auf einem Weg ins Dunkle, aber der Weg geht weiter. Und wir werden nicht irgendwo im Höllenschlund enden, sondern wir werden in einer Phase irgendwann aus dem Tunnel rausgehen, wo sehr, sehr viele Dinge besser sein können. Psychologisch super gemacht. Es hat nur nichts mit Zukunftsforschung zu tun gehabt. Es war völlig unwissenschaftlich. Es hat viel von diesem Wahrsagertum zu tun gehabt. Also das, was ich vorhin schon kritisiert habe, was halt nicht seriöse Zukunftsforschung ist, dass man den Leuten halt irgendwie weiß macht, ich weiß, wohin die Zukunft geht. Und methodisch hat er natürlich tatsächlich nicht transparent offenlegen können, wie er auf seine Schlüsse kam. Und das ist halt tatsächlich sowas, was ich als nicht seriöse Zukunftsforschung beschreiben würde. Psychologisch und publizistisch war das ein guter Text. Aber hat keine. Wie ist denn das Negativszenario? Also jetzt, wir haben jetzt über dieses Positive, also die Krise als etwas, was einen zur Selbstreflexion bringen könnte, zu einer Art Katharsis. Man kann daraus lernen und im Endeffekt sich positiver entwickeln. Was ist aber mit dem Negativszenario? Ich persönlich war jetzt nicht involviert in Forschung, die sich mit generellen Austrittsszenarien aus der Krise beschäftigten. Ich war beispielsweise involviert in eine Studie des Millennium Projects, wo wir uns über die Zukunft der Arbeit Gedanken gemacht haben und wie sie von Covid-19 eben beeinflusst wird. Und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, welche technischen Neuerungen jetzt eintreten, wie diese technischen Neuerungen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir während der Arbeit mit anderen zusammenarbeiten und wie die Rahmenbedingungen sich verändern. Generell muss man sagen, dass halt diese ganze Krise dazu geführt hat, dass wir in der Digitalisierung einen enormen Schub erlebt haben an neuen Technologien. Das ist etwas, was man tatsächlich auch aus der Gegenwart sagen kann. Was wir auch sagen können, ist, dass sich dadurch die Art und Weise verändert hat, wie wir zusammenarbeiten, auch wie wir zusammenleben. Es ist ja nicht nur so, dass wir per Videokonferenz uns bei der Arbeit kurzschließen. Wir führen Interviews über Videokonferenzen. Wir feiern Weihnachtsfeiern über Videokonferenzen. Und wir machen mittlerweile Bier- und Wein- und Käsetastings über Videokonferenzen. Es hat einiges verändert. Und die Sache ist die, wenn wir über ein negatives Szenario sprechen, dann vielleicht darüber, dass wir uns zu sehr von unserer alten Welt entfremden und dass wir vielleicht unsere Verhaltensweisen auf eine uns nicht genehme Art ändern, weil wir nicht in dieser neuen Welt ankommen, weil wir sie so schnell nicht handeln können, wie die Veränderung passiert ist. Das ist zum Beispiel so eine Sache, über die mache ich mir persönlich auch sehr viele Gedanken. Ne? Also was ist, wenn das alles vorbei ist und wir trotzdem irgendwie in der Videokonferenz bleiben, aber am Ende keiner wirklich die Videokonferenz mag und irgendwas davon trägt und wir alle irgendwie für uns spüren, dass wir etwas vermissen, menschlichen Umgang beispielsweise, und unsere Arbeitgeber und viele andere gesellschaftliche Systeme eben sagen, Videokonferenz ist billiger und wir bleiben bei der Videokonferenz, weil das IFA vielleicht auch keinen Bock hat, irgendwie zwei Leute für ein Interview zusammenzubringen, sondern das irgendwie
so per Videokonferenz billiger ist. Das kann ja sein. So. Was also glaubst du denn, wird denn bleiben nach Corona? Also der Geist ist aus der Flasche gelassen. Wird man denn zu dieser Normalität, von der man eben 2019, der man 2019 gelebt hat, wird das denn wieder zurückkommen? Oder werden wir eben bestimmte Dinge anpassen? Ich bin mir relativ sicher, dass das Jahr 2019 nie wieder zurückkommen wird. Das ist aber auch keine überraschende Prognose, weil die Welt verändert sich immer. Ne? So. Aber in diesem Jahr hat sie sich besonders schnell verändert. Und das gilt besonders für die Art und Weise, wie wir interagieren gesellschaftlich. Und die Digitalisierung spielt hier eine besondere Rolle. Das hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele verschiedene Gesellschaftsbereiche. Wir wissen beispielsweise aus der Gegenwart, dass die Nachfrage nach Häusern und Grundstücken auf dem Land extrem gestiegen ist. Und das hat damit zu tun, dass Heimarbeit möglich ist. Und wenn wir das zu Ende denken, heißt die gestiegene Nachfrage nach Grundstücken auf dem Land und Häusern auf dem Land ja auch, dass die Arbeit sich dezentralisiert, ja, dass wir nicht wieder in den Zustand zurückkommen, dass wir jeden Tag gemeinsam morgens um 9 in den Arbeitstag starten mit einer Konferenz, wo wir uns gegenseitig ansehen, ja, sowas zum Beispiel. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass halt gesellschaftliche Interaktionsformate, beispielsweise so wissenschaftliche Konferenzen oder Geschäftsreisen, ja, ist ja auch ein Interaktionsformat, dass das auch in der Form nicht wiederkommen wird. Ja. Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass Flugreisen, wie wir sie früher kannten, in der Form nicht zurückkommen werden, weil die Fluggesellschaften einfach so starke Einbußen erlitten haben, dass einige von diesen Fluggesellschaften pleite gehen oder schon pleite gegangen sind und dass Flugreisen vielleicht im Allgemeinen teurer werden. Sowas kann ich mir alles vorstellen, aber ich kann keine Prognosen treffen. Ich kann nicht hundertprozentig auf die Minute sagen, im Jahr 2022 wird die Welt so aussehen. Das kann ich nicht machen. Glaubst du, aber wenn jetzt etwas mehr Normalität zurückkehrt, dass dann vielleicht doch was Gegensätzliches eintrifft, dass wir das alles aufholen müssen, also dass dieses Rad dann doppelt so schnell laufen könnte? Ja, also das halte ich auch tatsächlich für ein sehr plausibles Szenario, ne? Dass wir tatsächlich Nachholbedarf haben, gerade was das Zwischenmenschliche betrifft. Es ist ja hier so in Berlin, wo ich wohne, auch so die Frage, was an dem Tag passiert, an dem alle Clubs wieder aufhaben, wir uns wieder alle 1:1 in Person treffen können. Wird das hier irgendwie die Party des Jahrhunderts in Berlin werden? Wird ganz Berlin für eine Woche platzen? Also das sind ja alles so Dinge, die in den Köpfen der Leute rumschwirren, auch als Wunschvorstellung. Und das ist auch durchaus legitim und verständlich, ja? Weil einfach im vergangenen Jahr für ganz viele Menschen das Leben sehr schwierig war. Und da gibt es Nachholbedarf, würde ich auf jeden Fall sehen. Das Problem, was ich dann da sehe wiederum, ist, vor welchem Hintergrund dieser Nachholbedarf stattfinden wird. Ne? Weil viele Bars, viele Clubs, viele Cafés werden wahrscheinlich diesen zweiten Lockdown halt auch nicht überleben. Ja? Also vor welchem Hintergrund tauschen wir uns dann aus? Das ist wiederum für mich als Zukunftsforscher wieder eine spannende Frage, wie sich quasi die Clublandschaft und die Barlandschaft und allgemein das Gaststättengewerbe im Jahr 2021, 2022 wieder rekonstituiert, nachdem wir diese Kontaktbeschränkungen los sind. Ne? Vor welchem Hintergrund wird das geschehen? Und wie verändert sich vor dem Hintergrund übrigens auch das Profil von Berlin? Weil Berlin war sehr, sehr fixiert auf diesen Zustand als Partymetropole und als Metropole, wo Menschen Spaß gehabt haben. Ja. Wird dieser Spaß in dieser Form zurückkommen? Ich glaube persönlich nicht. Aber ich kann keine Prognose abgeben. Ne? Das ist ein Gefühl. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich. Zum Abschluss würde ich gerne das Thema ansprechen, das Verhältnis Ich versus Zukunft, also ich und wir. Inwiefern kann das Individuum Zukunft gestalten? Du hattest es auch angesprochen, machen wir uns die Zukunft selbst oder wie Abraham Lincoln gesagt hat, the best way to create the future is to create it.
Inwiefern kann der Einzelne diese Zukunft wirklich auch gestalten? Also die Zukunft ist etwas sehr Globales. Ich würde tatsächlich eher davon reden, persönliche Zukunft. Und klar ist jeder in der Lage, halt irgendwie in einer Demokratie, wo es Entscheidungsfreiheit gibt, viele verschiedene mögliche Zukünfte zu gestalten. Es ist das Kennzeichen einer Demokratie, dass wir mehrere Zukünfte haben. Wenn es nur eine Zukunft gäbe, hätten wir keine Wahlmöglichkeiten mehr. Diese Zukunft wird einfach auf uns zutrampeln. Ja, und wir würden wie ein Reh im Licht der Scheinwerfer eines Autos stehen und wir würden diese Zukunft mit weit aufgerissenen Augen angucken und wir könnten nichts tun. Aber so ist es nicht. Wir können ja ganz, ganz viele verschiedene Zukünfte bewirken. Wir können aber auch ganz viele verschiedene Zukünfte erleiden. Und was wir daraus machen am Ende tatsächlich, das ist unser eigenes Ding. Und ich glaube, bin tatsächlich auch deswegen ganz großer Anhänger dieser Denkschule, dass man Menschen das nötige Entscheidungswissen zur Verfügung stellt, um selbst gestalterisch wirken zu können, um sie zu ermächtigen, Zukunft zu gestalten. Und das ist gerade eine Kernfrage, wenn wir auch ans Politische gehen in Deutschland. Wir erleben ja gerade auch im Jahr 2020 das Revival oder eigentlich ist es kein Revival, sondern den Dauerhype um die Elitenkritiker, ne? Um diejenigen, die das gesamte System in Deutschland anzweifeln. Die glauben, dass es eine versteckte Macht gäbe, die in Deutschland die Geschicke des Landes lenken würde. Und dass der einfache Bürger dann eben nichts mehr zu sagen hätte. Das stimmt ja nicht. Es ist ja tatsächlich so, dass sich jeder einbringen kann. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Menschen den Zugang zu ihren eigenen Möglichkeiten verloren haben. Sowohl was das Gefühlte betrifft, also ne, ich fühle mich machtlos, als auch vom Wissen her, wie engagiere ich mich, wie kann ich was bewegen. Und ich glaube, dass es eine zentrale Herausforderung wird für die Zeit nach der Pandemie, wenn wir darüber reden, um die Gesellschaft wieder zu versöhnen sozusagen, wieder zusammenzubringen, dass wir denjenigen, die sich machtlos fühlen, wieder das nötige Instrumentarium an die Hand zu geben, um sich einbringen zu können. Und das meine ich politisch wirklich völlig wertneutral. Ich trage sicherlich überhaupt nicht die politischen Ideale und Vorstellungen der Elitenkritiker in mir. Und ich glaube auch, dass es etwas bringt und dass man diese Leute, nicht alle von denen, ne? Manche sind auch verloren, manche sind im Wahnsinn gefangen. Also da kann man wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen. Aber sicherlich einen gewissen Teil von diesen Leuten kann man sicherlich wieder in die Gesellschaft reintegrieren, indem man diesen Leuten halt irgendwie zeigt, wie sie Einfluss gewinnen können, wie sie sich selbst einbringen können und was sie tatsächlich mit ihrer Stimme, die sie momentan als sehr wertlos vielleicht manchmal wahrnehmen, bewirken können. Und, was kann denn jeder Einzelne, weil du von dem Instrumentarium gesprochen hast, was kann denn jeder Einzelne aus der Zukunftsforschung denn mitnehmen von diesen Instrumenten und für sich vielleicht anwenden, um eben so eine Zukunftskompetenz aufzubauen? Also ich finde es zum Beispiel am Anfang total wichtig, dass man sich überhaupt mal mit diesem Konzept befasst, ne? Dass es halt nicht die Zukunft gibt, sondern viele verschiedene Zukünfte, die eintreten können und die man beeinflussen kann. Das ist ein kleiner Schritt vielleicht, aber es bewirkt einiges. Also wir haben diesen Schritt im Studium, glaube ich, alle im ersten Semester gemacht. Ich glaube, den wenigsten von uns war irgendwie klar, dass es halt irgendwie diese multiple Zukünfte gibt, die gestaltbar sind. Und ne, so, wir sind auch irgendwie in das Studium reingekommen, weil wir irgendwie Bock auf das Kommende hatten, ne? Und weil wir irgendwie neugierig waren auf das, was als nächstes passiert. So, das ist, glaube ich, so ein traditioneller Zugang zur Zukunftsforschung. Ich habe das auch. Also ich bin auch tatsächlich, für mich war so der Leitsatz, als ich da mit diesem Studium angefangen habe, ich bin neugierig auf das, was als nächstes passiert. Und aber das ist das eine. Das andere, wenn wir über die Methoden reden, ist wissenschaftlich angewandt bringt das, glaube ich, Leuten wenig. Aber es gibt ja diese partizipativen Methoden, wie man Leute eben einbinden kann. So, wenn man eben ihnen Möglichkeiten gibt, gemeinsam Urteile zu fällen, gemeinsam Visionen zu entwickeln, gemeinsam Utopien zu entwickeln. Das ist etwas, was man mitnehmen kann tatsächlich. Was ich aber mir wünschen würde, wäre, dass eben auch in zukünftigen Planungsverfahren, vielleicht auch im Rahmen, vielleicht kommt sie ja, einer gesellschaftlichen Risikoabschätzung,
diese partizipativen Methoden halt auch mit angewendet werden. Ne? Dass man eben nicht nur die Leute irgendwie in den Zustand versetzt, Utopien zu formulieren, sondern dass man gesellschaftlich sich auf Szenarien vorbereitet, die mit Hilfe von Leuten formuliert wurden. Das wäre toll. Was ist denn deine Prognose für, ich weiß, ich darf es ja nicht fragen, beziehungsweise man kann es nicht voraussagen, das habe ich ja jetzt gelernt, aber für 2021, was sind so die Schlüsselthemen für dich, die sich so abzeichnen und die Trends? Also ich würde tatsächlich bei meinem Thema bleiben, was mich auch journalistisch beschäftigt, die Digitalisierung. Ich glaube, dass das eigentlich eines der Schlüsselthemen schlechthin, nicht nur im nächsten Jahr, sondern wahrscheinlich in den kommenden 10 Jahren sein wird. Gerade wie wir mit der Blitzdigitalisierung des Jahres 2020 halt weiter umgehen. Ne? Wir haben in einem Jahr wahrscheinlich das gelernt, was wir sonst in 5 oder 6 Jahren gelernt hätten. So, dasselbe gilt für Elektromobilität. Das Elektroauto hat im Jahr 2020 seinen Durchbruch erlebt. Wie gehen wir im Alltag damit um? Wie bauen wir beispielsweise die nötige Infrastruktur auf? Finde ich eine super spannende Frage, ja. Dass wir eben diesen Boom, der im Jahr 2020 angefangen hat, nicht gleich wieder abwürgen. Und was ich tatsächlich für das kommende Jahr auch ganz spannend finde, ist so eine globale Frage. Und zwar, wie kommen wir aus der Krise wieder raus und können uns nachher noch ins Gesicht schauen? Ja, mal so ganz banal formuliert. Also wir haben sehr viele Konflikte erlebt in dieser Krise. Ich habe erst heute wieder Leute auf dem Potsdamer Platz erlebt, die sich selbst als Künstler bezeichnet haben, die tatsächlich aber irgendwie so Thesen gedroschen haben. Ne? Die waren als Künstler gegen die Schließung von Kultureinrichtungen, aber irgendwie das, was sie kommuniziert haben, klang halt eher wie Ballwig und Querdenken, ja. Da frage ich mich manchmal schon, wie wir sozusagen im Sinne einer Versöhnungskultur diese ganzen Konflikte des Jahres 2020 wieder aufarbeiten und vielleicht auch ein Stück weit zurückdrehen können. Das ist auch eine spannende Frage für die Zukunftsforschung tatsächlich, denn dieses Versöhnen können und dieses gemeinsame Ziele entwickeln können, das ist auch Zukunftsforschung und das fände ich tatsächlich auch einen sehr wichtigen Auftrag für das Jahr 2021. Sebastian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke eben in deine Disziplin, die Zukunftsforschung, was das Jahr 2020 für euch bedeutet, wie ihr darüber nachdenkt und eben wie wir die Corona-Pandemie einordnen können. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Seien wir der Zukunft zugewandt? Darf man sowas sagen? Ja, das darf man sagen. In dem Sinne, alles Gute für das Jahr 2021. Wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sein wollen, dann den Abonnieren-Button unten klicken. Sie werden informiert über das nächste Gespräch im neuen Jahr. Sebastian Christ vom Tagesspiegel, Zukunftsforscher aus Berlin. Herzlichen Dank. Tschüss, danke.